Willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 17 mit Sturm Graz. Vorab mal ein großes Dankeschön an euch für die tolle Unterstützung, für den tollen Support und für die vielen Kommentare. Ja, und heute geht's nach Alltag und ich habe wieder eine kleine Umstellung vor. Ich stelle mal, wen stelle ich hier auf? Berggren auf statt Alar. Husbeck auf links, Lazaro auf rechts. So. Ich rotiere ja immer wieder sehr gerne. Skrivanek. Fossum bekommt auch wieder seine Chance. Aber vorerst auf der Bank. Und Gruber kommt auch raus. Wir haben viel zu viele Stürmer. Horvath könnte eine Chance auch bekommen. Das reicht. Ja, und ich denke, wir sind ja bald in der Winterpause. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, einen weiteren Transfer oder auch einen Abgang zu haben. Vor allem, wir werden in der Europa League zu 100% übernachten, will ich nicht sagen, überwintern. Aber jetzt geht es hier mal gegen die starken Altacher ran. Ups, zu weit, muss ich sagen. Was ist denn da los? Der läuft irgendwo mal an da. So. Und wir sind erfolgreich. Wir haben erst, glaube ich, 2 Gegentore erhalten oder 3 in der Liga insgesamt. Damit haben wir einen Top-Wert. Und damit geht's auch los gegen die Herrschaften aus Altach. Salomon gleich mal am Ball. Na, was ist denn da los? Wollen sie nicht? Doch. Balleroberung von Hierländer. Und heute spielt mal Lazaro auf der ungewohnten rechten Position. Super Pass eigentlich, an und für sich. Aber da lassen die Altacher noch in den ersten Minuten nicht viel zu und auch nicht in die Karten schauen, wo sie anfällig sind, auf welcher Seite. Cesar Adis am Ball. Gute Eroberung wieder von Lazaro. Wann die Flanke kommt, ist auch eine Frage der Zeit. So, Lykogan ist jetzt über links. Tut sich hier nicht schwer, wollte ich sagen, und John bleibt da hängen. Das war ein bisschen zu überheblich von Schulz, hier den Ball rauszuspielen. So. Und hier Länder. Eigentlich hätte man den Ball schon längst weg haben können hier. Ja, danke. Somit haben wir den wieder zurück. Nach einem kleinen Missgeschick des Altachers. Lykoganis. Biesinger. Lässt hier 2-3 stehen, wollte ich sagen, aber Netzer bleibt immer wieder am Ball. Matic. Da ist Hierländer und der erste Schuss von Hierländer geht nicht ins Tor. Da wieder mal freie Bahn für einen guten Eckball. Matic mal zum Kopfball, aber aus Ecken kann man nicht viel profitieren, weil sie zu dumm sind, hier irgendwelche Ecken auszuführen. So. Berggren. Deniala. Super Pass, aber schon ist der Ball wieder fort. Ah, sehr gut gemacht. Oh. Das war eher schlecht. Ein kleines Missgeschick auf unserer Seite. Biesinger. Böses Foul. Das dürfte noch nachträglich eine gelbe Karte sein. So. Wieder der Kopfball, aber keiner kommt hier hinterher. Na, was ist hier los?
Wir müssten öfters mal den Ball halten. So, gut gemacht. Und jetzt gibt es, glaube ich, nachträglich für Biesinger die gelbe Karte nach so einem harten Einsteigen. Natürlich verdient. 20 Minuten gespielt. Simon Biesinger, gelbe Karte. Marc Reiter mit der tollen Balleroberung. Da ist Matic, sieht er, dass hier Berggren durchstartet und wieder Kobras. Was ist da los? Ich will den Torwart hier zustellen. Ein bisschen antippen. Ah, der kriegt den Ball nicht runter und ich vergiss immer wieder, dass Schneeboden ist. Das können wir eigentlich abstellen. So, jetzt mal Deni Ala. Ala, super weitergeleitet. Ach, das wieder nicht. Wir müssen bei Schneeboden gemeinsam kontrollierter spielen. Die Flanke bringt sich sehr viel. Die pflückt sich Kobras ganz einfach runter. So, hier Länder, der muss mal aus dem Abseits raus hier. Lazaro. Ach, schade. Und wieder ein toller Körpereinsatz, aber der hat sich wenig gebracht. Achtung. Was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Na, was ist los? Erster Schuss und der geht knapp am Tor vorbei. Riesenmöglichkeit für Altach. Koch. Hier Länder. Super zusammengespielt. Deniala. Lyko Organis. Möchte hier durch und vorbei. Ah, das gibt's nicht. Die Bässe kommen hier nicht an. Schade. Ala. Wieder schöne Balleroberung und jetzt vielleicht? Nein. Na, was ist da los? Hier Länder mit der nächsten Balleroberung. Super eingeleitet. Und er geht noch ins Tor und das mit einer super Aktion. Stark gelöst. Der Kapitän, ich glaube, wer ist der Kapitän in dem Spiel? Schön wie Messi eingeschlänzt. Der wurde abgefälscht, das sollte eigentlich ein Pass werden. Es war Ortiz mit einem Eigentor, also kein Torschütze. Ala war es eigentlich, glaube ich jetzt. Vorsicht. Die Altacher können schnell zurückschlagen. Super Aktion wieder von Simon Biesinger. Dahinter läuft ihm einer und jetzt kommt Ala zu seiner Möglichkeit, glaube ich. Ala. Super Flanke und nächster Kopfball Berggren. Aber dann setzt er zu knapp am Tor vorbei. Dranbleiben, meine Herrschaften. Super von Ala erobert eigentlich, aber da steht er schon wieder, der Herr Jäger. Der Herr Jäger. So, die Altacher wissen nicht, wie sie das lösen sollen und aus ihrer Enge rauskommen sollen. So, Vorsicht, es könnte das schnelle Umschaltspiel ziemlich stark sein, aber Mahop macht da nichts möglich. Koch. Ups. Oh, was für ein Zusammenspiel. So. Lyko Ganis. Super Sache hier jetzt mal. Lässt hier die komplette Abwehr stehen. Und 2:0 Lyko Ganis. Tolle Aktion. Tolles Zusammenspiel. Lyko Ganis mit dem 2:0. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit und es gibt noch Nachspielzeit von 3 Minuten. Toller Kopfball und das auswärts. Super Kombination.
Da hat Allah auch noch eine tolle Flanke gemacht. Dürfte sehr viel wert sein. Ja, und damit geht's in die erste Halbzeit. Salzburg führt gegen Mattersburg und Ried gegen WRC auch. Ja, und Berggren ist noch nicht viel in Erscheinung getreten. Koch. Super Aktion. Da ist wieder Lazaro. Lazaro lässt aber hier nicht viel stehen. Kommt auch keiner nach. Oh, schade. Das wäre ein Durchschauter gewesen. Ein durchschauter Pass, meine ich. Ah, jetzt probieren sie es. Jetzt probieren sie es echt gut. Oh, kommen auch ziemlich schnell in den Strafraumbereich. Der Goalie sollte eigentlich nicht nach draußen gehen. Weiter Ausschuss von Christian Grazey. Super gemacht. Nächste Aktion. Das gibt's nicht. Und da läuft er in den Goalie hinein. Berggren. Schade. Das haben wir gut durchschaut. Schade. Und es gibt Einwurf für Sturm. Weil es nicht anders gelöst worden ist. So. Berggren jetzt über der rechte Seite und Eckball. Ist jemand müde? Schauen wir mal. Simon Biesinger, Fossum würde ich gerne auf diese Position setzen und die gelbe Karte nicht riskieren, denn Alltag wird es mit Sicherheit mehr angreifen als sonst irgendwas. So, da hat einer geschlafen jetzt. Prokopitz aber nicht. Uiuiuiui, Deni Allah mit dem Foul. Und dafür gibt es wahrscheinlich nur die gelbe Karte, ja. Nicht anders verdient, Deni Allah mit der gelben Karte. Gott sei Dank war es nicht Simon Biesinger. Achtung, nächster Angriff. Ja. Jetzt kommen die kleinen taktischen Fouls dazu. Gut durchschaut, super gelöst. Achtung. Und löst er das jetzt alleine? Kann nach drüben spielen. Da ist Berggren. Der löst das auch gut, geschickt. Und das wäre fast das 3:0 geworden. Aber Berggren scheitert hier an Cobras. Achtung, nächster Kopfball und Ortiz mit der Rettungstat. Achtung, und dann die nächste Gelegenheit für den Kopfball. So, Lykogan ist wieder mit Zusammenspiel mit den, oh schade, mit Allah wollte ich sagen. Gut gemacht. Und wieder nicht den Ball erobert. Schade. Sturm bleibt drauf und dran, Meister zu werden sogar in dieser Saison. Aber es kann ja immerhin noch was passieren. Jetzt Prokopitz wieder. Mahop. Gut zusammengespielt. Da kommt der Pass nach hinten auf Kratze. Gefährlich. Der batzt wieder gleichzeitig. Achtung, da ist er wieder durch. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Ah, da musst du fester spielen, das gibt's ja gar nicht. 68 Minuten gespielt. Vorsicht. Super gemacht, eher nicht mehr. Luxbacher, Matic. Ah, was für ein Fehlpass. Schade. So, das könnte gefährlich wieder werden, aber wieder einer gut dazwischen gegangen. Ah, zuerst rennt er in diese Laufrichtung, dann in die andere.
Lazaro sehr gut wieder den Ball erobert und jetzt mal das Ganze ein bisschen beruhigen. Sehr eine Anspielstation, ja. Matic. Wieder auf Koch. Super Koch. Aber der bleibt immer zum Schluss hängen, wenn er sich weiter durchsetzen soll. So. Ah, schade. Das gibt's nicht. Die haben so viel Glück. Die kommen einfach zum Ball und. So. Dovedan, Sivodic. Schlimm gemacht. Da ist Schulz. Wieder Schulz. Einwurf für die Altacher. Luxbacher, jetzt die nächste Möglichkeit, aber Grazei erstickt ihn im Keim. Matic wartet noch ab. Jetzt der Pass, toller Pass auf Lazaro. Und gleich der Schuss. Und dann Doppelwechsel gehen wir natürlich auch rein. Bergrin raus. Wir haben Adam Wonschi zur Verfügung und Horvath. Der kommt jetzt statt Matic. Uroš Matic hat ein tolles Spiel geliefert, ist völlig komplett am Boden mit der Stärke. Ballberührung 16. Nehmen das Tor einmal. Achtung. Ah, gut durchgesetzt. Gegenüber dem Goalie. Da ist Hierländer. Hierländer. Macht die Flanke. Und da ist Adam Wonschi. Setzt den Ball am Tor vorbei. Jetzt dürfte aber nicht mehr viel passieren. Denn es ist in 5 Minuten das Spiel vorbei. Super Pass wieder. Lazaro. Setzt sich wieder sehr schön durch. Super Pass. Kann er denn noch schießen? Ja, Tor! Stefan Hierländer mit dem 3:0. 3:0. Da haben die Altacher überhaupt keine Chance. Und die Kombinationen ist wie in alten guten Zeiten. 1998, 99, 2000. So. Das war auch ganz knapp, da hätte es fast wieder gebimmelt, wenn hier der letzte Mann den Ball nicht so lange gehalten hätte. Die Altacher wären sich trotzdem brav. Mahop jetzt wieder mit der schönen Flanke, Achtung! Und da ist das Anschlusstor! Oberlin! War das Oberlin? Ja! Da ist Christian Grazei chancenlos, Dimitri Oberlin. Der würde auch eine gute Verstärkung sein. So. Da setzt sich Koch schön durch. Super Pass auf Lazaro. Das war eigentlich ein Foul, aber schade. Achtung, Kopfballmöglichkeit. Nein. So, jetzt dürfte das Spiel. Schiedsrichter das Spiel gleich mal abpfeifen, aber noch hat er nicht genug von dem Spiel. Da ist noch eine schöne Möglichkeit. Eckball sogar noch. Achtung. Schön gemacht. Aber schade, dass daraus nichts geworden ist. Aber aus dem Sieg mit dem 3:1 ist natürlich eine gute Tat geliefert, wo abgeliefert worden, gute Arbeit geleistet worden. Ja, die haben einen Schuss aufs Tor und die war auch gleich drin. Oberlin ist kein schlechter Spieler von den Altachern. Ist meines Erachtens auch ein toller Transfer dann. Red Bull Leipzig, wollte ich sagen, Red Bull Salzburg mit dem 2:0. Ja. Und das nächste Spiel ist ein Europa League Spiel wieder. Könnte man eigentlich gleich simulieren, oder? Weil dann wäre das letzte Spiel auch nicht so schlimm. Konyaspor ist der Gegner.
Zu Lingu, wir freuen uns auf Ihr Angebot. Genau, da haben wir angefragt, das ist richtig. So. Wenn wir einen Punkt machen, sind wir durch. Das heißt, direkte Duell gegen Konyaspor. Und vielleicht machen wir Spannung. Wir sind in Konyaspor zu Gast. Das simulieren wir mal schnell. Ja, haben wir verloren, leider. Damit haben wir Spannung im letzten Spiel, glaube ich. Schauen wir uns kurz die Tabelle an. Fenerbahce ist durch. Sturm noch nicht ganz, oder doch? Doch, wir sind durch. Braga müsste im letzten Spiel gewinnen. Wäre es eigentlich auch egal. Und Mainz. Wir haben, glaube ich, Mainz als nächsten Gegner, ja. Da ist egal, ob. So, jetzt haben wir das wieder verloren. Da ist egal, ob Braga gewinnt gegen Konyaspor im letzten Spiel und wir gleichzeitig verlieren. Wir sind durch, an und für sich. Und haben uns dann für die Liga qualifiziert. So. Da wäre es ein direktes Duell gegen die Austria. Zu Gast sind wir in Austria, bei der Austria Wien. Heute ist ja auch Sonntag. Und Sturm spielt auch auswärts gegen die Austria. Und das behalten wir uns auf fürs nächste Mal. Wir sehen uns wieder, wie gewohnt, beim nächsten Let's Play gegen Austria Wien. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Ciao, ciao.